So ein kleiner Rempler ist schnell passiert und kann teuer werden. Dann brauchen Sie ein Ersatzteil. Das hier ist ein Außenspiegel eines VW Golf. Und hier ist noch einer. Sie sehen keinen Unterschied, denn es gibt keinen. Dieser hier ist original von VW, dieser hier stammt von einem freien Hersteller. Am Ersatzteil ändert das nichts, aber am Preis. Der hier ist viel billiger, aber Händler in Deutschland dürfen ihn eigentlich nicht verkaufen. Dabei sollte das längst generell erlaubt sein, ist es aber nicht. Die Autolobby hatte etwas dagegen, denn sie verdient mit den originalen Teilen viel Geld. Für diese Mercedes E-Klasse kostete ein neuer Kotflügel zum Zeitpunkt unseres Tests beim Hersteller etwa 350 Euro. Im freien Handel hingegen nur 136 Euro, 61% günstiger. Beispiel VW. Bei einem Vertragshändler haben wir einen Außenspiegel für einen Golf 6 gekauft. Der komplette Spiegel besteht aus drei Teilen und kostet 281 Euro. Und im freien Handel? In einem Autoersatzteilgeschäft in Leipzig haben wir für das gleiche Modell auch einen Außenspiegel erhalten. Der Spiegel komplett kostet 89,25 Euro inklusive der Mehrwertsteuer. Die drei Teile, die Sie hier sehen. Nur 89,25 Euro. Zur Erinnerung, der Hersteller verlangte 281 Euro. Der freie Handel ist hier 68% günstiger. Jürgen Rabsilber ist Geschäftsführer einer Firma, die in Deutschland Kfz-Ersatzteile verkauft. Das Problem, sichtbare Teile wie Stoßfänger, Kotflügel, Heckleuchten oder Scheinwerfer dürfen eigentlich in Deutschland nur von den Autoherstellern vertrieben werden. Denn diese haben für solche Kfz-Teile in der Regel Designrechte angemeldet, damit Konkurrenten die Optik ihrer Fahrzeuge nicht einfach kopieren können. Diese Designrechte behindern aber den Vertrieb als reine Ersatzteile. Deshalb befindet sich das Lager dieses Herstellers nicht in Deutschland, sondern in Belgien. Wir haben in Deutschland keine Rechtssicherheit, diese Teile zu lagern. Von Kollegen weiß ich, die ein Lager in Deutschland haben, dass dort auch schon eine Beschlagnahme stattgefunden hat. Eine rechtliche Grauzone also, auch für die Händlerin aus Leipzig. Denn die Automobilindustrie hat sich bisher nur freiwillig verpflichtet, bestimmte Händler und Hersteller von sichtbaren Kfz-Ersatzteilen zu dulden. Dieser rechtlichen Unsicherheit begegnete das Bundesjustizministerium bereits im Mai vergangenen Jahres mit einem Gesetzentwurf zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. Das Designrecht sollte durch eine sogenannte Reparaturklausel ergänzt werden. Dann gilt der Designschutz nicht, wenn ein Ersatzteil nur mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur eines Fahrzeugs zu ermöglichen. Der Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie lehnte aber schon letztes Jahr jegliche Änderungen beim Designrecht ab. Wir wollen aufregende Fahrzeuge machen, wir wollen vom Design her anspruchsvolle Fahrzeuge bauen. Das kostet viel Geld. Wir investieren viel Geld, in große Mittel in solche Maßnahmen, die dann nicht mehr refinanziert werden können, wenn diese Regelung so käme, wie sie die Bundesregierung beschlossen hat. Es geht um viel Geld. Zwischen 2013 und 2019 sind die Preise für sichtbare Originalersatzteile um 29% gestiegen. Für Rückleuchten sogar um 53%. Der Widerstand der Automobilindustrie kommt daher für Verbraucherschützer nicht überraschend. Normalerweise denkt man ja immer, die Automobilhersteller, die verdienen ihr Geld damit, dass sie Neuwagen verkaufen. Aber der After-Sales-Market, der nimmt doch einen ganz beträchtlichen Teil ein für den Umsatz. Und ja, wenn man da jetzt mehr Wettbewerb herrschen würde auf diesem Ersatzteilmarkt, dann würde das für die Automobilindustrie natürlich schon auch ganz erhebliche finanzielle Einbußen bedeuten. Die Hersteller argumentieren hingegen mit der Qualität. Ein Außenspiegel sei nicht gleich ein Außenspiegel, trotz identischer Optik. Jürgen Rabsilber hingegen bestreitet Qualitätsunterschiede zu Originalersatzteilen. Egal ob Spiegel, Lampen oder Karosserieteile, alles würde hier in Belgien im eigenen Prüfzentrum nach ISO-Norm getestet.
Wir haben hier speziell in diesem Prüfzentrum werden die Teile an den Fahrzeugen getestet und geprüft. Und von daher ist es ausgeschlossen, dass es da Qualitätsunterschiede zum Original gibt. Der Designschutz ist in Europa nicht einheitlich geregelt. Vor allem in Ländern mit einer starken Autoindustrie gelten strenge Regeln. Allen voran Deutschland und Frankreich. Dort dürfen sichtbare Ersatzteile nur von Herstellern vertrieben werden. In den Benelux-Staaten, in Polen oder auch in Spanien gibt es hingegen einen liberalisierten Designschutz mit Reparaturklausel. Hier sind Nachahmerprodukte also erlaubt. In den restlichen EU-Ländern ist der Designschutz faktisch außer Kraft gesetzt, bis zu einer gesamteuropäischen Regelung. Das sei für den Verbraucher nur von Vorteil, sagt Hartmut Röhl vom Gesamtverband der Autoersatzteilehändler. Deshalb müsse der Designschutz in Deutschland endlich fallen. Wir haben festgestellt, dass überall da, wo Wettbewerb für die Karosserieteile besteht, Niederlande, Belgien, Spanien, Italien, die Preise bis zu 30% und 40% niedriger sind am Markt für den Verbraucher als in den Ländern, wo ein Schutz besteht. Erst nach einem Jahr Beratung hat der Bundestag nun das neue Designgesetz mit der Reparaturklausel gebilligt. Doch das Gesetz hat einen großen Haken. Die geplante Reparaturklausel gilt nicht für Designrechte, die vor Inkrafttreten des Gesetzes angemeldet wurden. Das heißt, wer sich im nächsten Jahr keinen Neuwagen zulegt, hat das Nachsehen, kritisiert die grüne Bundestagsabgeordnete Tabea Rösner. Alle Designs, die jetzt angemeldet wurden, haben einen Bestandsschutz über die gesamte Dauer, die es bisher gegeben hat. Das heißt, das sind 25 Jahre. Das ist ein Einknicken vor der Industrie. Auch der Verband der Autoteilehersteller ist enttäuscht. Denn 25 Jahre gelten Designrechte. Auf Jahre hinaus bleibe also erst einmal alles beim Alten. Hartmut Röhl setzt jetzt auf die Europäische Union. Wir sind sozusagen auf der Tour de Designrecht in der vorletzten Etappe. Wir haben 20 Etappen schon hinter uns. Die bisherigen Entwürfe der EU zur Einführung einer Reparaturklausel haben keinen Bestandsschutz enthalten. Und das ist das, was mich optimistisch stimmt. Tatsächlich will die Europäische Kommission das Designrecht erneut evaluieren. Der letzte Versuch einer Harmonisierung scheiterte 2014. Vor allem an Frankreich und Deutschland. Das Lager dieses Händlers von sichtbaren Kfz-Ersatzteilen bleibt deshalb vorerst weiterhin in Belgien.